Also ich beschäftige mich mit Flügelschnecken, die in der Wassersäule leben. Und da gucke ich mir an, was für Auswirkungen der ansteigende CO2-Gehalt im Meerwasser auf diese Flügelschnecken hat. Also Flügelschnecken sind tatsächlich Schnecken, aber bei den Flügelschnecken ist es so, dass der Schneckenfuß nicht ein Fuß ist, sondern der ist umgeformt zu zwei kleinen Flügelchen. Und da sie die ganze Zeit ihres Lebens in der Wassersäule leben und nicht irgendwie auf dem Meeresboden leben, benutzen sie diese Flügel tatsächlich ähnlich wie Vögel oder wie ein Schmetterling, um sozusagen fliegend sich im Wasser fortzubewegen. Wenn ich sie sehe, ich freue mich über die. Die sind einfach lustige kleine Organismen, sie sind auch wunderschön und also das ist eigentlich, es ist nicht wirklich wissenschaftlich, aber ich mag sie sehr gerne. Flügelschnecken sind einfach auch wichtig im Nahrungsnetz. Einerseits, weil sie teilweise in sehr hohen Anzahlen vorkommen können, fressen sie natürlich selber auch sehr viel, aber sie werden eben auch von anderen Organismen, zum Beispiel Seevögeln oder Walen, gefressen. Flügelschnecken sind besonders empfindlich gegenüber Ozeanversauerung, weil sie zum einen eine sehr dünne Kalkschale haben, die eben bei sinkenden pH-Werten einfach Gefahr läuft, sich aufzulösen. Ja, die Experimente, die ich so im Verlauf von BioAcid gemacht habe, die hatten, ich würde mal sagen, so drei wesentliche Ergebnisse. Einmal hat sich gezeigt, dass vor allem die Schale tatsächlich angegriffen wird bei höheren CO2-Gehalten, dass die sich dann anfängt aufzulösen. Ein anderes, auch nicht unerhebliches Ergebnis ist einfach die Tatsache, dass die leichter sterben. Also die Überlebensrate ist nicht mehr so hoch. Und auch das Wachstum ist beeinflusst, also das Schalenwachstum. Sie wachsen langsamer im Vergleich zu den Tieren, die bei ganz normalen Bedingungen gehalten wurden. Und ein weiteres Ergebnis, was sich in dem Zusammenhang auch herausgestellt hat, ist, dass einzelne Entwicklungsstadien vermutlich empfindlicher sind. Gerade die Flügelschnecken, die sehr weit nördlich vorkommen, also in der Arktis zum Beispiel vorkommen, die haben eine Ruhephase im Winter, dann haben die auch einen niedrigeren Stoffwechsel. Das heißt, sie haben auch per se erstmal weniger Möglichkeit, sich gegen einen Angriff, ich nenne es jetzt mal Angriff von außen, zu wehren. Und das ist so, denke ich, eine Sache, wo sie einfach da nochmal extra einen draufkriegen, sozusagen. Wenn man sich das anguckt, muss man eigentlich eher davon ausgehen, dass die Zukunft der Flügelschnecken nicht sehr rosig ist. Und die Konsequenz, die dann wiederum daraus folgt, ist im Nahrungsnetz. Das heißt, sie einerseits fällt sie als Fraßorganismus raus. Aber andererseits fällt sie auch als Futter für andere Organismen, nämlich zum Beispiel Seevögel oder die großen Wale oder auch viele Fische, die Flügelschnecken fressen, fällt sie dann weg. Das heißt, das Nahrungsnetz wird insgesamt empfindlich verändert. Allerdings muss man ganz klar sagen, eine Sache, über die wir gar nichts wissen, ist, wie anpassungsfähig Theropoden eigentlich sind. Möglicherweise sind sie viel anpassungsfähiger, als wir denken. Und wenn sie dann tatsächlich anpassungsfähig sind, in der einen oder anderen Weise, dann kann es auch sein, dass sie doch überleben am Ende und mit diesen sich veränderten Umweltbedingungen viel besser zurechtkommen, als man jetzt von den Ergebnissen, die wir haben, denkt.